Hi, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Und El Lumposch wollte euch nochmal Hallo sagen. El Lumposch. Ich bin El Lumposch. Ein böses Kätzchen. Ja, ich freue mich übrigens sehr, dass euch das so gut gefallen hat mit El Lumposch. Und ich habe mir überlegt, dass ich in Zukunft weiterhin El Lumposch Platz in meinen Videos geben möchte. Warum immer alles gleich machen, wenn man doch so viel ausprobieren kann und so viel Neues zu versuchen und einfach neue Wege zu gehen. Ich finde das eigentlich ganz, ganz schön und mit euch zusammen ist es noch viel schöner, weil ich dann immer sehe, entweder gefällt es euch oder es gefällt euch nicht und wir können irgendwie dann so gemeinsam, ihr helft mir unglaublich dabei, meine Videos einfach ja immer mal wieder individueller zu schneiden oder individueller zu gestalten, einfach was Neues auszuprobieren. Ich habe euch versprochen, dass es heute am Montag, jetzt gerade bin ich in Berlin, also wenn ihr dieses Video seht. Ich habe euch versprochen, dass es am Montag einen Hochzeits-Do-It-Yourself geben wird. Hier vorne steht es. Und es ist super einfach, es ist günstig und es geht schnell. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es funktioniert, dann geht's jetzt los. Alles, was wir für dieses Do-It-Yourself brauchen, ist ein Glasgefäß, welches ihr da nehmt. Das könnt ihr euch aussuchen. Wir brauchen Sprühkleber. Dann brauchen wir etwas Tesafilm. Und Glitter in Gold, entweder hier wie ich, Roségold oder normales Gold, Gelbgold. Außerdem brauchen wir dann noch eine Unterlage und eine Schüssel, damit wir den Glitter nachher auffangen können. So, dann braucht ihr Tesafilm und klebt es, den Film dann am besten hier oben. Lassen wir einen schönen Streifen frei. Und jetzt müsst ihr schauen, dass ihr das Tesa so gut wie möglich gerade drumherum klebt, damit wir am Ende keine schiefe Kante haben. So, das habe ich jetzt einmal gemacht. Jetzt haben wir das hier einmal drum. Wenn es nachher schief ist, ist es nicht so schlimm. Wenn ihr kleinere Gläser nehmt, ist das wesentlich einfacher. Dann könnt ihr einfach das komplette Glas so machen. Ich finde es aber schön, wenn das jetzt hier nur so einen Streifen hat. Also, das ist dann der nächste Schritt. So, jetzt habe ich oben und unten einen Rand geklebt. Denkt dran, ihr müsst euer Glas schön sauber halten, fettfrei, am besten einmal voll mit Glasreiniger, dort ist nämlich Alkohol drin. Wenn ihr das dann habt ihr eure Unterlage, ihr habt euren Sprühkleber und klebt dann einfach das Glas schön gleichmäßig überall. Dann legt ihr eure Schale drunter und lasst das jetzt einfach kurz ein bisschen antrocknen. Ihr steckt dann eure Hand rein. So, hier seht ihr das Ganze und dann nehmt ihr einfach den Glitter und kippt den Glitter so gleichmäßig wie möglich über den Kleber. Schön gleichmäßig überall rübergehen. Und da die Schale drunter ist, könnt ihr ruhig ein bisschen verschwenderischer sein. Das sind super schöne Windlichter nachher für den Hochzeitstisch, weil es einfach unglaublich edel aussieht. Ganz wichtig ist, dass ihr das Glas schön mit beiden Händen nehmt, dreht, damit der ganze Glitter schön abfällt. So, und wenn das Ganze dann getrocknet ist, dann sucht ihr euch euren Tesastreifen und zieht ihn ganz langsam ab. Dabei fällt, wie ihr seht, noch ein bisschen Staub runter. So, wenn ihr das dann habt, einfach noch so ein bisschen mit dem Finger oder mit dem Tuch die Ränder sauber machen. Dann habt ihr hier so ein richtig schönes Glas für euren Hochzeitstisch, wo ihr dann einfach nur noch ein Teelicht reinstellt. Und wenn ihr dann noch einfache Gläser drumherum stellt, sodass Kerzenschein auch von außen dran kommt, dann habt ihr wirklich eine schöne Hochzeitsdeko, die elegant durch das Glitzer sehr edel aussieht. Aber achtet darauf, dass ihr vernünftige Farben auswählt. Thank you.
ich habe euch nicht zu viel versprochen. Es ist wirklich ein einfaches Do-it-yourself, was man einfach selbst machen kann. Ich denke, ihr habt ähnliche Varianten oder gleiche Varianten bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Ich habe mich für Rosgold entschieden, weil ich es einfach ein bisschen edler und verträumter finde. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, stellt drumherum noch ein paar einfache Gläser, die vielleicht keinen Glitzer haben, damit das Glitzer von außen nochmal so ein bisschen Kerzenschein bekommt und nochmal ein bisschen mehr funkelt. Ja, ich danke euch fürs Einschalten und wenn dir dieses Video gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Das ist für dich kostenlos und du bekommst immer Bescheid, wenn es was Neues von mir zu sehen gibt. Ansonsten verlinke ich dir am Ende des Videos nochmal zwei Videos, rechts oder links. Die Entscheidung liegt wie immer bei dir und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, euer Wohnprinz Bastian. Ciao, ciao. Und da wurde gerade ein Film gedreht, der zum Thema Hochzeit handelt. Also ich denke, ein Cat Sparrow quasi, also das ist... Man erkennt es, glaube ich, aus...